Ja, Halli, hallo und willkommen zurück. Wir befinden uns gerade hier in den frostigen Bergen von Himmelsrand. In der letzten Folge haben wir hier vorne diese Höhle gemeistert, sag ich mal. Wo ziemlich viele Vampire drin waren, die uns auch ordentlich auf die Nase gehauen haben, womit ich nicht gerechnet habe, überhaupt nicht. Ja, und unser eigentliches Ziel ist es ja, zu diesem kleinen Dörfchen hier zu gelangen, wo wir jetzt auch nicht mehr so lange haben. Würde ich sagen, wir gehen direkt mal weiter. Wo ist Lydia? Ich hoffe, sie kommt noch hinterher. Und natürlich wieder alles mitnehmen, ganz klar. Zack, zack. Okay, das geht nicht. Was ist hier los? Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Okay, aber so ein Umhang würde ich doch mitnehmen. Ich habe ja noch einen Rucksack, genau. Habe ich auch noch. So. Ich bin gewappnet. Na, das macht es auch nicht besser, ist auch nicht wärmer. Was hast du denn für einen Helm? Alten Nordhelm. Das Schild ist besser als meins. Das schmeiße ich jetzt einfach weg. Ich kann mir nicht leisten, die ganze Zeit die Sachen aufzubewahren. Aber den Helm nehme ich gerne. Wenn ihr diese Rüstung, die ihr abgelegt habt, nicht mehr braucht, macht es euch was aus, wenn ich sie nehme? Ich bin jetzt erschrocken. Ja, okay, ich hole sie mir sofort und werde sie tragen. Vielen Dank. Geht's dir gut? Ah, der Helm sieht gut aus. Hurra! Bleibt auf der Hut. Ein Händler. Wollt ihr etwas von mir? Guck mich nicht so an. Ist dir nicht kalt? Hm. Okay. Das ist der Fuchsfeder von letztes Mal. Der begleitet uns die ganze Zeit schon. Wie war's das? Keine Ausdauer mehr. Ui. Ui. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ein Schneebär. Ich lasse ihn mal. Haben wir hier wieder eine Hexe? Hallo? Ein Schmetterling im Glas. Oh, was haben wir denn hier? Meersalze, Frostsalze, ein Kürbis. Glühstaub. Was meins? Nochmal. Ausdauertrank. Tagebuch eines Alchemisten. Okay, da haben wir jetzt nichts gelernt.
Todesglocke. Ich nehme alles mit. Das kann ich doch, das kann ich doch. Nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Ich darf das alles mitnehmen. Cool. Dankeschön. Sehr nett von euch. Richtig schön herbstlich. So wie es auch gerade sein soll. Warum liegen hier Sachen? Vielleicht hast du verbessert. Ja, danke. Ich bin es hier gerade aufgenommen. Das habe ich jetzt zweimal. Ich denke mal, das war das gerade, ne? Ja. Man ist ein Wolf. So, wo müssen wir denn lang? Eberstadt. Müssen wir hier lang? So, die jagt nur den Edge. Okay. Na gut. Das ist schon wieder ein Fuchs. Unten ist ein Bär. Und ich gehe jetzt schon wieder eine Höhle entdecken. Wir sind endlich da. Perfekt. Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochrotka gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Was? Ihr werft sie ja nicht den Wölfen vor. Sie will nur die Welt sehen. Genau wie ich in ihrem Leben. Und was, wenn sie sich entscheidet, Ivasta zu verlassen? Nein, ich kann nicht vertragen. Fass das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Pilger oder nicht, an eurer Stelle würde ich unser kleines Kaff so schnell wie möglich hinter mir lassen. Ich möchte mit euch reden. Was ist denn nun wieder? Wilhelm sagte, er hätte euch mit einem Pilger auf den 7000 Stufen reden sehen. Ich habe euch gesagt, dass ihr dort nicht hingehen sollt. Ihr solltet hier lieber keinen Ärger machen. Einen Moment lang mit ihm reden. Das hört jetzt auf. Diskussion beendet. Wir gehen weiter. Wir sind fast da. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrotka nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärter nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Ah. Könnt ihr mir etwas über Hochrotka erzählen? Ich war schon oft im Kloster. Hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Welche Lieferung bringt ihr denn nach Hochrotka?
Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ging das so? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Das könnte ich für euch erledigen, oder? Da kann ich euch nicht helfen. Wie nett. Natürlich machen wir das. Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Okay. Gibt es noch etwas, worauf ich beim Aufstieg aufpassen sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Alles klar. Seid vorsichtig dort oben. Ja, machen wir. Na, Lydia? So. 7000 Stufen. Juhu. Wie zu den Wölfen? Oh, ich will nicht im Boden küssen. So. So viel dazu. Alles mitnehmen. Oh, er hat die Ziege getötet. Oh, ich glaube, der Weg wird lange dauern jetzt. 7000 Stufen, die ganze Zeit öde hochrennen. Da sind schon wieder Wölfe. Etwas Action. Oh, du hast aber ganz schön was. Au! Okay, der tut mir ein bisschen weh. Aua. Und wo sind hier noch ein paar Feinde? Sie hochgerannt. Was haben die denn jetzt? Was? Oh, ein Poppy. Ein Welpe. Ein Regling? Oh nein, das... Oh mein Gott. Nein. Was machen die denn hier? Also die kenne ich noch. Die haben, glaube ich, hier nichts zu suchen. Sind wir denn endlich da?
Mal eben kurz schnell speichern. Keine Lust, alles wieder zu laufen. Weil, na doch, ich glaube, das ist noch ein ganzes Stück. Wenn man runterschaut, wie weit ist es dann? Nicht so weit. Also kann man einen Weg natürlich auch noch extra lang machen. Nehmen. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Ja, da hatte ich gerade schon meinen Spaß. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Wer seid Eine ihr denn? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Und was macht ihr da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Okay. Also gut. Okay. Ich glaube, das ist ein leichter Texturfehler hier. Ich glaube nicht, dass das lila sein sollte. Doch, ich hoffe, wir haben es jetzt nicht mehr so weit. Oh nee. Ich kann mich an den guten Herrn hier erinnern. Lydia. Oh mein Gott, der tut mir richtig weh. Hilfe. Nein, ich bin gerade Level up. Lydia, was machst du denn? Gut, dass ich gerade gespeichert habe, sonst müsste ich alles nochmal neu laufen. Juhu. Freude. Richtige Freude. Sieht ja auch wie so aus wie so ein Pilger. Mit meinem Rucksack und meinem Mantel. Mitnehmen. Mitnehmen. Mit ihr müssen wir jetzt nicht nochmal reden. Guten Tag. Nimm mich auch nochmal mit. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Mhm. Da kommt wieder der lila Nebel. Keine Ahnung, was an dieser Stelle ist. Schnell speichern.
Super. Die kann ich da nicht weit schmeißen. Ja, Treffer. Was? Oh mein Gott, aua. Hilfe, 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 Julia, hilf mir. Bitte, es zeugt hinter mir, Hilfe. Nein, lass mich in Ruhe. Ich brauche Heilung. Ah, Lila. Lila Dampf, hilf mir. Ja, aua. Erstmal was auf Leben. Wieso habe ich denn so wenig Leben? Ich muss mehr aushalten. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich kann mir davon rennen. Das kann ich gerade nicht machen. Nein, lass mich. Heilung, 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 Heilung. Heilung. Und das hat jetzt super funktioniert. Lydia, hilf mir doch. Der holt mich gleich nochmal. Hilfe. Brennen. Mach irgendwas. Das war schon alles? Ja. Ah. Oh, ist der Regler witzig. Hey Bernd, helft mir. Jetzt geht er wieder auf Lydia. Der haut sie eins von mir an, das war's. Nein, er kommt. Hilfe. Kann nicht mehr rennen. Hilfe, 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 Hilfe. Jetzt hat er wieder volles Leben. Hilfe. Oh mein Gott. Irgendwo war der unsichtbar. Hilfe, es riecht hier so mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich habe so Angst gerade. Das ist unser Ziel. Ich drehe mich nicht um. Ich habe Angst. Ich habe sowas von Angst.
Nein, ich bin fest. Hilfe. Nein, er kommt. Er kommt. Hilfe. Schnell abladen. Wo ist das? Die Vorräte. Und zurück. Und ganz schnell da rein. Irgendwie. Wir haben es geschafft, Lydia. Sieh an, ein Drachenblut erscheint, gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ihr nennt mich Drachenblut. Was bedeutet das? Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Einfach anschreien? Okay. Drachen, ihr seid es. Willkommen in Hofvodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Oh nein, bitte nicht. Ich folge eurem Ruf, Meister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hofvodgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ro. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreier. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Hey. Was ist Lydia? Gut gemacht. Wieder einmal. Fuß, Rock!
Meteoren fliegen rum wie sonst was. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Los, Rum! Beeindruckend. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Wer ist Meister Bori? Ah. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult! Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori. Max. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Ich muss das noch irgendwie ausrüsten. Der Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Gibt es nur vier von euch? Fünf.
Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Wann kann ich Parthornax, euren Führer, treffen? Anführer, Entschuldigung. Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Okay. Wer war Jürgen Windrufer? Er war im Großen Krieg ein Anführer der Alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Oder ich würde versuchen, dem Weg der Stimme zu folgen. Versuch das ist lobenswert. Aber denkt daran, das Drachenblut selbst ist ein Geschenk von Akatosh. Lehnt dieses Geschenk nicht ab. Euer Schicksal fordert von euch, eure Stimme einzusetzen. Warum sonst hätte Akatosh euch diese Macht verliehen? Denkt immer daran, eure Stimme zu Diensten von Akatosh einzusetzen. Nur dann bleibt ihr dem Weg treu. Ja gut, das meiste wissen wir jetzt. Ja. Ich gebe euch Deckung. Du hast hübsche Sachen an. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Will ich haben. Gib her. Ich stehe zu eurer Verfügung. Du kannst ja meins haben. Jetzt wird's kalt. Wir müssen da ganz hinten hin. Okay. Na, ich würde sagen, wir werden jetzt mal schnell reisen nach Westlauf. Ausnahmsweise. Normalerweise möchte ich ja eher gehen, aber den Berg jetzt nochmal runter. Und der Troll ist noch da. Nee, danke. Und ganz viel verkaufen. Und auch veredeln. Ganzen Ledersachen. Nam, 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 nam.
Oh je. Geht weg. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt? Das scheinen die Graubärte zu denken. Dann ist es zu spät. Die Lüge hat bereits in den Herzen der Leute Wurzeln geschlagen. Also werden wir ihnen den Irrtum ihrer Herzen aufzeigen, indem wir euch eures ausreißen, Betrüger! Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Findet sie! Ich wusste es! Ihr werdet nicht gewinnen! Alle weg. Oh. Also, die Wache hat jetzt nicht überlebt. Hier ist ein Brief. Ich würde sagen, das nehmen wir mal alles mit, ne? Sagen wir, verbrauchen jetzt erstmal das ganze Leder. Oh mein Gott, ist das viel. Ich habe doch gerade Leder hergestellt. Ich verstehe gerade nicht ganz. Bin immer noch da. Ein paar Sachen tauschen. Nee, doch, Lydia. Sie hat nichts. Ihr geht vor, ich folge. Das sind was Sachen. Und was ist das? Mit hier irgendwie eine Augenklappe. Das ist ja irgendwie sehr interessant. Amo. Was ist das denn? Irgendwie ganz neue Sachen dabei. Das ist ja sehr interessant. Schilde. Rüstungen. Noch mehr Zeug. Das sind halt die Sachen, die ich schon schmieden kann. Es gibt ja dann noch endlos. Okay. Endlos andere Sachen. Die ich noch nicht kann. Okay. Interessant.
Schau mal an, hier kann ich mir eine Laterne bauen. Ich brauche nur eine. Die kann ich mir hier nicht. Die muss ich schon irgendwie finden oder so. Ich bin verwirrt. Ich glaube, das merkt man ein bisschen. Die kann ich nicht herstellen. Ich will wissen, wie das aussieht. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir warten jetzt mal ein bisschen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Willkommen in... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Also, ich habe hier allgemein schon ganz schön was zu verkaufen. Was ist das? Steuerschild bringt am meisten. Wie Geld haben wir denn? Oh, es ist so viel. Aber ich hätte gern einfach nur Leder. Hier noch ein bisschen was. Ja. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Hey. Ich will diese Barbarenrüstung anziehen. Ich bin schon dran vorbei, oder? Wenn nicht. Wenn ich herstellen. Ich weiß es nicht. Ich gehe meistens nach Optik. Dann zeig mal da. What? Yep. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Bitte nicht. Das ist doch kein. Oh, was ist passiert? Oh, was ist passiert? Nein. Oh, was ist passiert? So doch nicht. Was ist passiert? Baue ich mir lieber irgendwas anderes. Was haben wir denn hier? Leichte Rüstung. Ich kann mir eine Laterne bauen. Perfekt. So was hätte ich auch gern. So was hätte ich auch gern. Schloss. Nein, ein Schloss möchte ich mir nicht bauen.
Ja, das sieht wenigstens schon mal ein bisschen besser aus. Mein Gott. Was war das denn bitte gerade? Eine Lampe am Popo. Ja, das sieht ja, naja, besser an zu Sachen. Aber so. Ich entdecke gerade ganz neue Sachen. Finde ich ja mega. Also da bin ich... Keine Ahnung, das sieht sehr komisch aus. Finde ich. Naja. Ich kann die halten. Okay. Ich glaube, ich sollte die mal ein paar Favoriten machen. Aber die ist so hell. So, und wieder aus. Okay. Gut. Ah ja. Hallo, Lydia. Ja, dann würde ich sagen, wir zwei Hübschen machen Pause. Und das Video hört dann jetzt erstmal hier auf. Und dann würde ich sagen, man sieht sich nächstes Mal. Lasst gerne einen Kommentar da. Ein Like auch gern. Vielleicht auch ein Abo. Und ich fuchs mich hier noch ein bisschen rein. Mit den ganzen Mods und was hier alles gemacht wird. Und was Neues. Und ja, alles Mögliche. Und ich übe mich auch natürlich jedes Mal daran, ein bisschen mehr zu reden, ein bisschen interessanter zu reden. Das muss ich halt noch üben. Ansonsten war es das von meiner Seite. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.